Ja, jetzt ist ja gerade 6.30 Uhr, einer wieder der Tage, die sehr früh beginnen tatsächlich. Und ich bin jetzt seit 5 Uhr wach, geht heute auch noch bis 20 Uhr die Termine. Aber es ist ein Tag, auf den ich mich immer sehr freue, weil es jetzt auf den Großmarkt geht. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was es heute gibt. Seit 10 Jahren rettet Günnisch Seifert in München Lebensmittel. Heute im Großmarkt, zusammen mit Judith. Wie viel wird es heute werden? Guten Morgen! Mir ist noch aufgefallen, dass ein paar Paprikas runzelig sind. Und dann habe ich mir eben gedacht, ich spreche es an, bevor die morgen übermorgen weggeworfen wird. Ja, vielen Dank, dass ihr uns das gibt. Wieder und schaut, dass die Ressource nicht weggeschmissen wird. Schon krass, dass das alles weggekommen wäre, weggeworfen worden wäre, wenn wir das nicht retten. Allein durch den Zustand, dass wir in unserer Familie ja wirklich jeden Euro umgedreht haben, zu erfahren, wie viele Lebensmittel, 168.465 Kilo, die nur in den Haushalten weggeworfen werden, das hat mich erst wütend gemacht und ich musste weg aus dieser Ohnmacht. Über 168 Tonnen Essen wandern in Münchner Haushalten täglich in den Müll. Vor 2 Jahren hat Günnisch ein Lokal in einer ehemaligen Großkantine gegründet, die Community Kitchen. Hier verarbeitet sie gerettete Lebensmittel. Es ist das erste dieser Art in Bayern. Ich weiß gerade nicht, was überhaupt noch im Lager ist. Das heißt, was wir heute eigentlich mittags produzieren werden, das wird jetzt die größte Herausforderung. Hey, was macht ihr? Eier schon mal fürs Essen? Wie viele Portionen sind das Eier? Okay, für 100 Leute. Sehr gut. Cool. How many jars do you think? 650. Great. Great, great, great. Okay. Günnisch hat bereits mehrere Firmen gegründet, bisher aber noch keine Gastronomie. 35 Mitarbeitende sind hier angestellt. Viele haben eine Migrationsgeschichte, wie Günnischs Eltern auch. Das ganze Team muss flexibel sein, denn wirklich planen kann ja keiner. Okay, warte einen Moment. Wir haben ja gerade das Angebot bekommen, 45 Paletten Naturjoghurt zu retten, auch Bioware, auch noch haltbar, das heißt eher frisch aus der Produktion. Die Herausforderung ist, es ist Kühlware, 45 Paletten würde unsere Kapazitäten sprengen, es ist aber ein Tierprodukt, also da ist ganz viel Ressource reingegangen, wir wollen es retten. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, welche Partner wir an Land ziehen können, die auch kühlen können. Bei der Kapazität, das sind halt riesige Laster, die jetzt kommen. 45 Paletten Joghurt. Judith Stiegelmeier ist die zweite Geschäftsführerin. Übermorgen. Das ist heute Montag, Mittwoch. Genau. Gut, jetzt wird's spannend. Ja, knapp 26.000 Becher, halber Liter auch noch. Also nicht so ein guter To-Go, sag ich mal. Ne? Nicht so kleine. Was machen wir? Retten wir es, retten wir es nicht? Irgendwie fällt mir ein. Jetzt haben wir ja mit den Joghurts den Fall, dass ein Problem an mich herangetragen wurde. Und egal, wie mein Plan heute ist, das hat jetzt den großen Fokus. Das heißt, ich nehme mich und meinen Plan jetzt zurück. Das kenne ich eben aus meiner Kindheit, dass ich einfach mich zurückgenommen habe. Und das habe ich sehr oft gemacht. Nürnberg ist Günnischs Geburts- und Heimatstadt. In der Bahnhofsgegend ist sie groß geworden. Ihre Eltern sind in den 70er Jahren aus der Türkei nach Deutschland zugewandert. 1980 wird Günnisch geboren. Seit langem war sie nicht mehr hier, in ihrem ehemaligen Wohnviertel hinter dem Bahnhof. Das sieht immer noch so aus wie früher. Ich kann mich auch noch genau erinnern, wie man hier so saß. Und dann fühlte man sich einerseits irgendwie beobachtet. Manchmal schrie auch ein Nachbar, man soll jetzt leise sein. Ich habe von hier beobachtet, ob alles zu Hause passt. Meine Mama war entweder in der Küche oder sie war im Schlafzimmer, hat Wäsche eingeräumt. Das heißt, das waren für mich auch immer schon Bezugsfenster auf dieser Seite, dass ich immer reingucken konnte, ist alles im Lot, braucht sie was oder kann ich einfach Kind sein. Günnischs Mutter arbeitet 6 Tage die Woche in einer Fabrik. Also es hing tatsächlich alles an meiner Mutter. Für uns war Geld ein Riesenthema.
Ich weiß, dass meine Mama ihr Gehalt, was sie gebracht hat, das war für unsere Miete, es war für unsere Verpflegung, es war für unsere Kleidung, es war für unsere Schulsachen. Mein Papa hat ja immer Gelegenheitsjobs gehabt. Und sein Geld, hatte ich das Gefühl, ist eher so das Entertain-Geld. Das war immer relativ schnell weg. Aber Mamas Geld war das Substanzgeld. Also das war das, was wir brauchten. Und deswegen war es für mich super logisch, sie zu Hause zu entlasten, wo es ging. Ich konnte ihr die Last nicht abnehmen, die sie spürte, aber ich konnte ihr halt zumindest zu Hause an die Hand gehen und ich konnte ihr einfach immer wieder signalisieren, Mama, ich hab dich lieb. Meine Mutter war für mich wie eine Biene, die hat eigentlich immer was gemacht. Ich habe sie nie entspannen gesehen, ich habe sie nie irgendwie nur Fernsehen schauen gesehen. Ursprünglich stammt sie aus Anatolien, aus einer traditionellen Großfamilie. Ihre Eltern leben von einer kleinen Landwirtschaft. Das muss ja irre für dich gewesen sein, oder? Weil ich meine, die Bilder aus deinem Dorf sind ja eher Ziegen, Erde, Hügel, ein paar Sträucher. Und hier war ganz Stein. Anderes, ja. Als Grundig in den 70er Jahren in der Türkei nach Arbeitskräften für die Werke in Deutschland sucht, bewirbt sie sich und wird genommen. Als sie hier ankommt, ist sie gerade mal 17 Jahre alt. Du bist doch gekommen einfach nur mit einem kleinen Köfferchen, oder? Ja, das war so ungefähr. Und dann? Da war nicht viel drin. Ich wollte mich frei fühlen. Das war meine Freiheit für mich wichtig. Meine Unterhalt selber verdienen. Ich wollte keine schnell heiraten und einfach mal die Und ich wollte frei sein. Und das war mein Ziel. Und das habe ich erreicht. Im Werkswohnheim teilt sie sich eine kleine Wohnung mit einer anderen jungen Türkin. Ich habe das auch sehr viel später erst begriffen, was für eine krasse Leistung meine Mutter da eigentlich erbracht hat. Mit 17 Jahren aus einem Dorf mit Außenklo unwissend nach Nürnberg zu kommen und dort es zu schaffen, dass ihre Familie letztlich alles hat, was sie braucht. Ja? Und ich fühle mich nach wie vor so in dieser Pflicht, es nicht zu versauen. Die Mutter lebt sich rasch ein. Sie heiratet in der Türkei ihren Freund und holt ihn 1979 nach Nürnberg. Sie sind modern und liberal eingestellt. Mein Papa, der hatte ja immer Gelegenheitsjobs. Das heißt, bei ihm passierte immer super viel Veränderung. Kaum hatte man sich an einen Arbeitsort gewöhnt, wechselte er den schon. Das war sehr unstet. Meine Mutter hingegen war super stet, aber eben auch super belastet natürlich, aufgrund dieser vor allem Alleinverdienersituation. Hey, Baba! Die Eltern sind seit 25 Jahren getrennt. Er ist eigentlich studierter Lehrer. Auch deshalb lag ihm die Bildung seiner Tochter sehr am Herzen. Da war ein Direktor damals, das war vor 35 Jahren mindestens. Und ich bin überrascht. Er hat mir empfohlen, dass mein Kind in eine türkische Schule anmelden soll. Ich habe gesagt, wieso? Dein Kind ist hier geboren. Was für ein Quatsch ist. Sie soll in dieser Gesellschaft ein Mitglied werden. Nur mit türkischer Schule kann so klappen nicht, als ehemaliger Lehrer. Also man muss einheimisch sein. Man muss so vom Kind halt schon integrieren. Ja? Ich sollte ja nicht eingeschult werden, weil man der Meinung war, ich kann kein Deutsch. Dabei war ich einfach zu schüchtern, um mit dem Rektor zu reden. Als Kind habe ich mir gar nicht viel zugetraut. Ich hatte zwar viele Träume, dass man einfach mehr Geld hat, dass man nicht so in Not lebt. Geld war für mich immer ein großes Thema, weil wir immer zu wenig hatten gefühlt im Monat. Wir kaufen nur, was wir brauchen. Wir laufen einen Weg, bevor wir irgendein Verkehrsmittel nehmen, was kostet. Wir gehen ja auch nur zum Discounter. Wir gehen nie in ein Restaurant essen, sondern du hast halt gegessen, was da war. Diese Fülle, die man jetzt teilweise hat, wo man auch ja Lebensmittel verderben können, das hatten wir nicht. Zurück nach München in die Community Kitchen. Hier gibt Günüş heute gerettete Lebensmittel kostenlos weiter. Schön, dass ihr alle da seid. Wir beginnen ja um 2 Uhr beginnen wir mit der Verteilung. Es gibt ganz verschiedene Sachen zu essen. Wir haben noch 25 Minuten.
Wir haben uns die Mühe gegeben, wir haben das gerettet. Aber jetzt ist es einfach nicht mehr für uns nutzbar. Und jetzt wollen wir es weitergeben, sodass andere Menschen das essen können, die Ressourcen schonen können und hoffentlich einfach merken, es ist genug von allem da. Die Sachen retten wir, weil sie entweder aus Überproduktionen bestehen oder aber sie sind fehlproduziert. Nicht in der Qualität oder Verzehrfähigkeit, aber manchmal in der Verpackungsart. Also sehr unterschiedliche Gründe. Und nach uns kommt ganz häufig die Mülltonne. Regelmäßig muss sie das Lager leeren, um Platz für Neues zu schaffen. Für mich wäre es ehrlicherweise nicht gut, wenn nicht genug Leute kommen und wir dann sozusagen nochmal das zurücknehmen und weiterverarbeiten und uns nochmal neu was ausdenken müssen. Ja, natürlich bin ich nervös, weil ich noch nicht. Es ist immer so, dass, jetzt ist ja noch gefühlt keiner da. Ich habe schon im Café gesehen, dass ein paar Leute da sind, aber klar, man ist dann immer aufgeregt. Hat man die Leute erreichen können? Kommen sie? Wie kommen sie? Auch dieses Mal haben Social Media und Mundpropaganda gut funktioniert. Bisher sind so viele Lebensmittel übrig, dass Günnisch den Tafeln keine Konkurrenz macht. Und hier kann jeder kommen, der will. Packen Sie ein und laufen Sie weiter, laufen Sie weiter, laufen Sie weiter. Und jetzt weitergehen. Wollen Sie kein Brot? Okay. Gehen Sie weiter, kommen Sie einfach wieder. Kommen Sie einfach wieder. Wir haben weiter und dann genug bekommen. Natürlich, es ist genug für alle da. Ich gebe zu, was mich immer ein bisschen traurig macht jetzt auch, ist, wenn ich spüre, in welchem Mangel die Menschen sind. Ich würde sie so wahnsinnig gerne erleben lassen, dass sie sehen einfach, ihr müsst nicht kämpfen. Es ist nicht zu wenig, ihr müsst euch nicht nach vorne drängen. Es ist alles in Ordnung, es ist genug für alle da. Hier sind noch Brötchen. So, hier Kloßteig. Ihr merkt jetzt, ich bin sehr aufgewühlt gerade innerlich. Also ich versuche jetzt einfach nur mitzuorganisieren noch etc. Aber es nimmt mich auch ein bisschen emotional mit, das zu erleben. Diesen Mangel der Menschen. Das ist einfach Wurst- und Käseaufschnitt. Allerbester Wurst- und Käseaufschnitt. Einfach da auch so hin tun. Dann können sich die Leute das nehmen. Für mich geht Sozial- und Nachhaltigkeit total gut mit unternehmerisch einher. Weil ich finde, wie genial ist es denn, wenn ich meine Lebenshaltungskosten damit erwerbe, etwas Gutes, Sinnvolles zu tun. Bitte sehr. Zurück nach Nürnberg. Ich bin halt aufgewachsen mit totaler Sparsamkeit. Wir wohnten ja damals hinterm Bahnhof, also in einer nicht so einfachen Gegend. Als Familie haben wir einfach versucht, hier zu leben, zu überleben. Günnisch ist 8 Jahre alt, als ihr Bruder Dennis mit Down-Syndrom geboren wird. Als Dennis auf die Welt kam, war halt völlig klar, alle Energie geht auch da rein. Er ist Teil unserer Familie, wir lieben ihn unsäglich. Tatsächlich waren die ersten Jahre stark von Sorge geprägt, weil er immer irgendetwas Gesundheitliches hatte. Er ist ja nicht nur mit Down-Syndrom, sondern auch mit Trichterbrust auf die Welt gekommen. Also wir waren ständig bei irgendwelchen Ärzten, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und im Krankenhaus. Für mich war es häufig so, dass ich mich etwas erstickt fühlte, weil wir eh schon vorher immer wieder gucken mussten, wie stemmen wir unser Leben. Ich habe immer versucht, im Haushalt zu helfen, selber eben in meiner Schule so gut zu sein, dass es keine Probleme gab. Also das war mir enorm wichtig, wo ich eben mitwirken konnte auf meine teilweise noch kindliche Art. Günnisch hat bis heute eine intensive Beziehung zu ihrem Bruder, auch wenn sie in verschiedenen Städten leben. Jetzt will sie ihn überraschen und holt ihn vom Boxtraining ab. Dennis, also ich finde, du kannst mal Hallo sagen. Jo. Ja, kannst mal Hallo sagen. Ich habe halt meinen Bruder jetzt wieder ein paar Wochen nicht gesehen und ich merke einfach, wie sehr ich ihn vermisse. Weißt du, wir waren früher täglich zusammen. Und ich habe halt sofort, ich konnte sofort seine Mimiken verstehen. Er hat sofort gesehen, ich bin da und ich wusste, er ist pflichtbewusst, er macht erst mal seine Übungen zu Ende und so. Er ist einfach großartig. Ich finde es so cool, was also ich da jetzt merken kann, welche Schritt, also Abfolgen dieser Sachen da. Ich finde es cool, dass man sieht, wie er respektiert wird von den anderen auf Augenhöhe. Ihm geht's gut, das ist toll. Und aus. Jawohl, sehr schön. Er ist halt einfach, der hat so viel Gutes in mein Leben gebracht.
Und das, daran erinnere ich mich jetzt halt auch wieder. Ohne ihn wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Ich hätte ihn halt wahnsinnig gern noch stärker in meinem Leben. Oh ja. Alles gut? Wollen wir jetzt was essen gehen? Cool. Oder nicht mehr? Tschüss. Lucas Hernandez. Hernandez. Oh shit. Okay. Sag nochmal. Ja? Hernandez. Hernandez. Okay, sag einfach Lucas. Dennis ist 35 Jahre, arbeitet in einer Werkstatt für Behinderte und lebt nach wie vor bei seiner Mutter in Nürnberg. Komm, wir gehen mal auf die Seite. Ja. Komm, wir lassen mal die Mama hier sitzen. Ja. Sehr gut. Dennis und ich, wir waren ein Herz und eine Seele. Also wir waren so voll das Dream Team und wir verstanden uns blind. Einmal hat er aber einen Fieberkrampf bekommen. Und ich war alleine und ich hatte das noch nie. Er ist blau und rot angelaufen, hat sich komplett verkrampft und gleichzeitig musste er auf Toilette. Aber er konnte sich nicht hinsetzen und er war nur aufgedreht, aufgeregt und laut. Und ich war komplett ohnmächtig. Ich hätte mich nie getraut, einen Krankenwagen zu rufen, weil das hätte Aufsehen erregt. Ich hatte immer Angst, man interpretiert das als Überforderung der Familie. Also alle waren in der Arbeit und ich war allein und es gab keine Möglichkeit, meine Eltern zu erreichen in dem Moment. Das hat mir enorm viel Angst gemacht, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich kann für meinen Bruder gar nicht so da sein, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich war immer seine große Beschützerin. Sie war wie Mama für ihren Bruder. Sie hat immer engagiert, geholfen und akzeptiert wie ein normales Kind. Und als mein Sohn 2 Jahre alt war, sie war 10 Jahre alt, aber 10-jähriges Kind, immer aufgepasst, beschäftigt. Also unser Sohn Dennis hat einfach genossen, diese Zuwendung von Schwester. Deswegen, sie hat ein gutes Herz, auf jeden Fall. Günesch hat gesagt, Mama, wenn du auf den Flohmarkt gehst, wenn du... Und hat gesagt, ich passe meinen Bruder auf. Sie hat dann ihre Wochenende, die ihre Freunde und so verzichtet. Das schätze ich immer. Also, wer jetzt nach 3 Partien gewinnt, kriegt ein Schokoladeneis. Juhu! Das mag auf der einen Seite total belastend wirken, auf der anderen Seite war es ein krasser Halt. Ich wusste, ich habe die Rolle, mich auch um ihn mitzukümmern. Und das war mir viel wichtiger als irgendwelche Vergnügungen, sage ich jetzt mal, oder Hobbys. Und das war auch in Ordnung. Das war einfach so. Kannst du nicht? Du. Okay, hier. Egal, wo ich war, ich habe immer an zu Hause gedacht. Also ich war in der Schule, habe dran gedacht, läuft heute alles. Was ist eigentlich gestern passiert? Für mich war unser Zuhause, unser Haushalt, unsere Familie immer omnipräsent. Und das hieß aber auch, ich stelle meine Bedürfnisse hinter die der Familie. Das war für mich sehr normal. Also ich habe das nie als schlecht empfunden, sondern das war einfach so. Ohne, ohne. Ohne, ohne. Und? Komm, Chuck Bash. Ah. Einmal im Jahr gönnt sich Günüşs Familie eine große Auszeit in der Türkei. Es zieht sie ans Meer, dorthin, wo das Leben leichter und lockerer ist. Çanakkale, oder besser gesagt Zeddülbahir, unser Ort, war für mich immer ein Auftankort. Ich musste einmal im Jahr hin und ich habe wirklich, das haben alle um mich herum gemerkt, mir die Energie geholt, die ich dann das ganze Jahr nutzen konnte. In der Türkei habe ich mich vor allem frei gefühlt. Frei von allen Konventionen, man musste ja nicht zur Schule, also man musste nicht dieses funktionale Leben führen, sondern man war an einem schönen Ort. Es gab auf einmal finanzielle Freiräume, die es in Deutschland nicht gab. Da ist die Währung für uns besser, wir können mit weniger Geld uns mehr leisten. Meine Eltern waren entspannter, also das war häufig auch so ein bisschen dieses, wird Zeit, dass wir wieder hinfahren, damit wir alle ein bisschen entspannter sind, genau. Matteo, Malik, Mai, komm zum Frühstück. Günesh ist Mutter von 3 Söhnen. Die Familie lebt in München. Mit ihrem Mann Hauke wechseln sie sich bei der Frühschicht ab. Also jetzt werde ich schon immer langsam hektisch, weil es ist 7:15 und ich weiß, wir brauchen ungefähr 12 bis 15 Minuten, bis alle Kinder angezogen sind und draußen sind. Und 7:20 sollen sie alle draußen sein. Deswegen wird es jetzt ein bisschen hektisch. Matteo, Malik, Mai, kommt ihr bitte? Ja, ich mach meine...
Du packst deine? Tasche. Okay, du packst Mal. Wo ist Mal? Kind verloren. Oh, Malik, hey, gehst du in die Küche, mein Schatz? Ich habe schon alles vorbereitet. So, bitte sehr. Heute mitnehmen. Alles klar. Irgendwas noch, was wir nicht vergessen dürfen? Muss irgendjemand ein Buch mitnehmen? Ein Spielzeug oder sonst irgendwas? Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Jetzt. Danke. Hab dich auch lieb, mein Schatz. Ja. Okay. Und dann beginnt für Günesh der Arbeitstag. Hallo, hier ist die Günesh von der Community Kitchen. Der Joghurt ist jetzt da. Könnt ihr einen Transporter herschicken? Der Joghurt ist da, der Joghurt ist da, der Joghurt ist da. Wir bräuchten jetzt gleich mal, glaube ich, jede Hand. Hi. Hallo. In den letzten 2 Tagen hat sie viel organisiert. Und so kommt jetzt nur noch ein Teil der geretteten Joghurtmenge zu ihr. Wir haben tatsächlich also 45 Paletten in Summe und 22 Paletten hier bei uns. Die anderen sind schon zu Partnern gewandert, die anderen Paletten. Das sind eben verschiedene Kantinenbetreiber, die große auch Möglichkeiten der Kühlung haben und auch der Verarbeitung. Genau, und wir verteilen jetzt auch noch an Partner und an Einzelpersonen. Also in dem Falle ist es jetzt so, das ist jetzt wirklich eine Menge, wo wir lernen selber, wie wir das verarbeitet bekommen, sag ich jetzt mal, auch die ganze Rettung. In dem Falle würde ich es den Partnern so überlassen, als Dankeschön, dass sie uns kurzfristig mithelfen. Also da steht die Mission über dem Unternehmerischen in dem Falle. Nur aus dem, was wir da haben, das verarbeiten wir und verkaufen wir in Form unserer Mahlzeiten. Joghurttorten und Tzatziki oder auch Ayran stehen ab jetzt häufiger auf dem Speiseplan. Die Einrichtung hier ist viel mehr als ein Lokal. Regelmäßig finden Veranstaltungen zur Umwelt- und Ernährungsbildung statt. Dazu hat sich heute eine Schulklasse angemeldet. Hallo. Hey, schön, dass ihr da seid. Super. Wisst ihr denn, wo ihr hier seid? Ja. Community Kitchen. Community Kitchen. Share, ne? Community Kitchen, super. Wisst ihr, was wir hier tun? Ja. Essen, retten, genau. Pizza. Das Ganze hier ist entstanden, weil ich keine Lust mehr hatte, einfach nur noch zuzusehen. Ich wollte nicht mehr klein-klein retten. Ich wollte nicht zulassen, dass irgendwelche Firmen einfach machen, wie sie wollen. Und aus einer kleinen Idee sind jetzt hier Riesenräume entstanden. Für mich ist nur so, wisst ihr denn eigentlich, wieso Lebensmittel weggeworfen werden? Ja. Wegen dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Sehr gut. Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, wollen es viele nicht mehr kaufen. Und deswegen wird es dann eben weggeworfen. Wie kann ich überprüfen, ob es noch haltbar ist? Indem man es aufmacht und dran riecht zum Beispiel. Dran riechen und gucken. Dass sein Kunde kommt, es nicht findet. Und dann die Grundschule war für mich das Sprungbrett, weil meine Lehrerin gesagt hat zu meiner Mutter, wenn die Günesh jetzt in HSK, Heimat und Sachkunde, eine 1 schreibt in einem Fach, wo sie nur 3er schreibt, dann schafft sie das Gymnasium. Und ich wollte aufs Gymnasium, weil Bildung immer wichtig war. Und ich werde nie vergessen, ich habe 2 Tage Müllrecycling gelernt. Und ich hatte die beste Note geschrieben. Und ich fand aber auch währenddessen schon, habe ich mich gefragt, so wow, dass überhaupt jemand mich gesehen hat in meiner Schüchternheit und leise, wie ich war, und reagiert hat so maßgeblich, dass ich aufs Gymnasium gegangen bin. Es ist ein Moment, an den ich immer wieder zurückdenke, weil ich so unendlich dankbar bin. Und so kommt sie 1990 auf das Maria-Ward-Gymnasium, eine katholische Mädchenschule. Ich treffe jetzt einen meiner Lieblingslehrer, und zwar meinen ehemaligen Latein- und Sportlehrer, obwohl ich den nur in Latein hatte. Ach. Hi. Willi Kummer hat bis vor 10 Jahren hier unterrichtet. Das ist sehr, sehr gut, jetzt wo ich dich sehe natürlich. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ganz neu für dich auch da. Total. Ja, für mich auch, ich bin zwar öfter da, aber... Das hat ja überhaupt nichts mehr von früher. Gar nichts mehr, das ist ganz neu. Ich habe alle Noten gehört. Oh nein! 10., 12., 13. Oh Gott, das, willst du mal einen Blick reinwerfen? Okay, so schlecht ist das jetzt nicht, oder? Das war dann im Grundkurs schon. Was ist das jetzt für eine Note? Das sind 3, 4 sowas. Okay, gut. Und nicht laut. Ist auch völlig unwichtig, weil dann nach dem Abitur, ne, da zeigt sich erst, was jemand drauf hat. Und das hast du in bewundernswerter Weise gezeigt. Dass du einiges jetzt auf die Beine gestellt, habe ich gehört. Ne? Ja. Also konnte man ja gar nicht vermuten in der Schulzeit. Ja, schüchtern war ich, weil ich einfach
Ich war ein ruhiges Kind, ich wollte nicht auffallen, ich wollte nicht stören. Es hat halt bei mir schon was ausgelöst, als es hieß, wir kriegen keine Noten von ihrer Tochter, weil sie so ruhig ist, wir übersehen sie. Also das, was ich in der Grundschule so gut konnte, unsichtbar sein, das habe ich halt mitgenommen ins Gymnasium, genau. Wie hast du dich denn im Laufe der Zeit so gewandelt? Wie ist denn das gekommen? Ich habe was für mich entdeckt, was das ausgelöst hat. Und das wäre? Das sage ich später. Bin neugierig. Als Günisch 17 ist, wird ihr Schulweg länger, als die Familie von Nürnberg nach Fürth zieht. Hallo. Hallo. Grüß Sie. Wir haben hier mal vor 20 Jahren gewohnt. Meinen Sie, es wäre möglich, dass wir mal in den Garten schauen? Gerne hereinspazieren. Danke sehr. Danke. Wow. Kannst du dich noch erinnern? Oh, der Garten sieht jetzt auch ganz anders aus. Irre. Voll gut, Mama. Ja. Damals, da hast du uns rausgeholt, ne? Ja. Aus der Südstadt hierher. Ja, das ins stimmt. Ins Haus. Oh ja. Das war eine schöne Zeit. Wir haben ja relativ beengt gewohnt in der Südstadt. Und ja. Wir haben uns ja ein Zimmer geteilt, Denis und ich, ne? Mm. Und als ich dann 17 war, sind wir hierher gezogen. Ja. Und dann hatte ich ein eigenes Zimmer im Erdgeschoss. Es war für uns wie, wir haben es geschafft. Wir sind raus aus der Südstadt, aus dem Ghetto hierher. Damit waren wir irgendwie eingebürgerte Deutsche, gefühlt. Um sich die Miete hier leisten zu können, arbeitet die Mutter noch mehr. In der Ehe kriselt es. Meine Eltern haben sich ja dann entschieden, dass sie sich scheiden lassen. Es war damals für mich schon super schwierig. Mein Bruder, weiß ich noch, der war stark irritiert, der hat das gar nicht verstanden. Vorher hat Papa bei uns gewohnt, dann auf einmal nicht mehr. Meine Familie wurde dann kleiner zu Mama und Denis. Für mich hatte erste Priorität, geht's Bruder und Mama gut. Wenn das gegeben war, konnte ich Dinge machen. Ich bin nach der Schule gleich heim. Wenn ich Nebenjobs hatte, habe ich ja auch versucht, finanziell zu unterstützen, als auch zeitlich. Also es hatte für mich absolute Prio, dass die Familie weiterlaufen kann. Als sie sich dann getrennt haben, brach damit auch der Kontakt zwischen mir und meinem Vater ab. Über 10 Jahre haben wir uns nicht gesprochen, nicht getroffen, wussten nichts voneinander. Ich habe mich einfach auf die Seite meiner Mutter geschlagen. Ich war wirklich der Meinung, dass das die Geschichte ist, die ich unterstützen muss. Sie hatte auch die Fürsorge für meinen Bruder. Und ich wusste einfach, wenn ich diesen beiden Menschen helfen will, dann bleibe ich bei ihnen. Wollen wir jetzt endlich Erdbeerkuchen essen? Oh, Eis. Okay, Schokoladeneis. Mach hier los. Nein. Zwei Kuchen. Ich habe mich dann in der Pubertät unsichtbar gefühlt. Also dann kam das so wie ein Boomerang zurückgefühlt, weil da ging es darum, wer bin ich eigentlich? Auch in dieser Familie als Identität, die ganze Zeit umsorgt man, die ganze Zeit ist man da. In meinem Kopf war ja immer, was ist mit denen, was ist mit meiner Familie? Ich musste nebenbei für mich entscheiden, was will ich eigentlich vom Leben? Während ich immer noch versucht habe, hier die Familie zu stützen, wo ich konnte. Ich habe das immer als normal empfunden, bis dann doch auf einmal der Vergleich mit anderen Mädchen passiert und man eben schon auch feststellt, ist das das Leben, wie ich es führen will? Weil das Leben, was wir geführt haben, war sehr ernst, es war sehr belastet. Ich bin damals mehrfach die Woche zur Tanzschule gegangen, um mitzuhelfen, zu tanzen. Und das war für mich immer ein Ort, wo ich raus konnte aus dem Alltag. Oh, da werden ganz schön viele Erinnerungen wach. Die Tanzschule gibt es noch immer. Hier hat sie selbst als Tanzlehrerin gearbeitet und will sich heute nach Jahren mit ihrer letzten Tanzgruppe treffen. Es war immer so ein Zufluchtsort. Also es gab diesen funktionellen Alltag, diese Sorgen. Es gab die Schule, die so ist, wie sie ist. Und dann gab es die Tanzschule. Das war halt das erste Mal in meinem Leben, dass man mich für etwas lobte und gesagt hat, hey, das sieht gut aus bei dir, das machst du richtig gut. Ich wurde dann auch relativ früh gefragt, ob ich eben mit vortanze. Das war für mich schon eine Ehre, dass ich da dann mit den Tanzlehrern zusammen das zeigen durfte. Hallo? Oh mein Gott.
Oh mein Gott, wie geht's euch? Ihr seid ja süß. Oh Gott, wo fange ich an? Hier? Okay. Dünnisch, hallo. Also ich gebe zu, ich bin so aufgeregt vor heute gewesen, dass ich mir auch ein neues Kleid zugelegt habe. Ne? Wollen wir denn loslegen? Ja. Ja, weil wir wollen ja keine Zeit verlieren, oder? Ich hatte heute gedacht, wir machen heute Cha-Cha und langsamer Walzer. Seid ihr dafür? Ja. Ja? Cool, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und seid wiege, cha-cha-cha, wiege, lieber kleine Schritte, wiege, cha-cha-cha. Durch dieses, ich musste mich da zeigen, es fiel mir leicht, es machte mir Spaß, ich bekam positives Feedback. Das führte dann dazu, dass ich eben in der Schule zum Beispiel, wo es kaum mündliche Noten von mir gab, weil ich so schüchtern und leise und unsichtbar war, wurde ich auf einmal präsenter, ich wurde auf einmal lebendiger, ich habe mich auf einmal mehr getraut. Wichtig, ihr wisst ja noch, ne? Eine Armlänge Abstand, das Schulterblatt der Dame ist oben, unter der Achselhöhle, hinten, und es wandert während des Tanzes nicht. 1, 2, 3 und! Ihr Selbstbewusstsein wächst. Sie wird sogar Klassen- und dann Schulsprecherin. Nach dem Abitur arbeitet sie erstmal als Tanzlehrerin. Zweites Mal, cha-cha-cha, drittes Mal, cha-cha-cha. Wir haben auch ab und zu miteinander gefeiert. Dann haben wir auch natürlich das Persönliche kennengelernt, ihre Mutter, ihren behinderten das war immer Bruder. Ich habe die immer bewundert, sie ist ja so viel jünger wie wir und hat schon solche Aufgaben und ist dann trotzdem immer fröhlich und man ist reinkommen, war vielleicht missgelaunt. Die Güni hat es immer alles überstrahlt. Ich also erstens war sie die Jüngste und Strengste, aber mit sehr viel Humor uns privat zu führen. Und dennoch war mit diesen wunderschönen Lachen auch oft mal nach dem Kurs eine Schwierigkeit. Sie hat auch Fragen an mich gehabt, ging eigentlich schon viel auch um ihren Bruder, Mama zum Unterstützen. Und sie hat auch geweint und dann ging es auch schon weiter für sie. Show must go on und wir haben getanzt. Als ich damals dann meinen ersten Tanzkurs mit Schülern machen musste, die gerade mal 2, 3 Jahre jünger waren als ich zu dem Zeitpunkt, ich war mega aufgeregt. Es war so, ich musste auf einmal Autorität ausstrahlen. Das Tanzen hat mir eine Welt aufgetan, die ich mir damals nicht vorstellen konnte. Über die Tanzschule bekommt sie auch Kontakt zu Studierenden und schreibt sich mit 20 Jahren schließlich für BWL an der Uni Nürnberg ein. BWL ganz klar, weil mir war wichtig, ich will Geld verdienen. Also muss ich verstehen, wie Geld verdienen funktioniert. Und deswegen wurde es die Betriebswirtschaft. Mit Mitte 20 traut sie sich dann den nächsten Schritt zu. Wo ich ehrlicherweise so diese Abnabelung von der Familie ganz stark gespürt habe, war im Studium, war ich ein Jahr in Spanien. Und dann bin ich da hingefahren und das Spannendste war tatsächlich, dass ich nach 2 Wochen Spanienaufenthalt habe ich auf einmal alles nachgeholt, was ich die Jahre vorher nicht gemacht habe. Ich habe Alkohol getrunken, ich bin auf Partys gegangen. Dieses Spanienjahr, das hat mich gefühlt befreit. Das hat mich zu einer komplett anderen Person gemacht. Aber ich habe mich enorm schuldig gefühlt in der Zeit tatsächlich und auch noch darüber hinaus, weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ich vergesse und verrate meine Familie. Also ich habe mich ewig um sie gekümmert. Jetzt gehe ich, jetzt habe ich Spaß. Was es legitimiert hat, war Bildung. Ich war dort, um Marketing zu studieren. Sie merkt, dass Mutter und Denis gut zurechtkommen und erfüllt sich einen großen Traum. Am Ende des Studiums geht sie für 6 Monate nach New York. Ich hatte nie wirkliche Beziehungen. Totaler Freiheitsmensch, ich liebte meine Unabhängigkeit. Es hat gereicht, dass ich für die Familie da war. Ich hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, für irgendjemand anderen da sein zu müssen, außer dann für mich. Hallo! Hallo. Hi! Hey! Hallo! Wie geht's euch? Es ist gut. Hi! Hallo! Hi! Essen mitgebracht. Und schau! Der gute Queller. Dann habe ich Hauke kennengelernt und fand den schon mal ganz toll. Das war allerdings 2 Monate vor New York. Und das war für mich ein großer Konflikt innerlich, weil, hallo, Unabhängigkeit, großer Traum, schwierig finanziert. Und jetzt auf einmal Partner an der Backe, Freund. Ich meine, das war ja alles noch so frisch. Und ich war völlig überzeugt, ich fahre nach New York und es bricht auseinander. Ah, okay. Von wem? Hauke ist 7 Jahre älter und arbeitet in der Personalabteilung einer großen Firma.
Was mir sofort aufgefallen ist, war natürlich ihre Wahnsinnsenergie, ihre Wahnsinnspräsenz. Günesh war da und man hat gemerkt, da strahlt jemand in dem Raum. Sie war gerade am Ende des Studiums und ich hatte das Gefühl, sie hat so wahnsinnig viel vor. Sie hat so wahnsinnig viele Visionen und Ideen, was sie aus ihrem Leben machen möchte. Und die möchte sie gerne unbedingt umsetzen. Und aufgrund ihrer angeborenen Energie ist es dann so, dass sie aber auch teilweise ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand vielleicht mal wollte. Kam mir vielleicht sogar ein bisschen naiv noch vor. Ich habe ja damals in Unternehmen gearbeitet und war ja schon so, so nach dem Motto, musst dir vorstellen, vieles geht auch nicht immer unbedingt. Und ja, im Laufe der Zeit habe ich aber herausgefunden, dass ihr Weg auch durchaus zum Ziel führt. Waren viele Leute da? Oder? Ja, heute waren extrem viele Leute da. Und morgen haben wir wieder Schnitzeltag. Da haben wir schon gesagt, dass wir jetzt morgen 200 Portionen Schnitzel vorbereiten. Weil wir sind immer ausverkauft, wir kommen nicht mehr hinterher. 2007 heiraten sie. Hauke wechselt die Stelle und er und Günesh ziehen deswegen nach München. Für mich ist er so ein Fels in meinem Leben, den ich auch immer gesucht habe irgendwie. Er ist einfach für mich immer da, egal wie ich bin, so wie mein Bruder damals für mich immer da war, egal wie ich drauf war. Und das ist Hauke jetzt auch. Und als ein Mensch, mit dem ich nicht blutsverwandt bin, ist das für mich ein ganz großer Segen. Sie wünschen sich eine große Familie. Und 2009 kommt der erste Sohn Matteo zur Welt. Was mir nie einer gesagt hat, war, dass dann fällst du auf einmal zurück in so alte Geschlechterrollen. Und auf einmal war ich zu Hause, habe mich um alles gekümmert. Und das, glaube ich, Schizophrene an der Situation ist, ich habe das unheimlich gern gemacht, aber ich habe wieder nur funktioniert. Ich war wieder nur da für jemand anderen. Es hat natürlich bei mir schon Ängste ausgelöst. Ui. War es das jetzt? Hatte ich jetzt ein paar Jahre der Freiheit und jetzt bin ich wieder da? Für mich war der Schmerz schon groß. Ich wollte wieder gestalten dürfen, für meine Themen da sein, mehr ins Geschäftliche gehen. Und habe ja dann entschieden, ich gründe eine Kinderkrippe. Im Nachgang war das ein großer Segen. Das war so mein Weg daraus, weil ich konnte beides vereinen. Ich konnte mit Baby auf dem Arm zu den verschiedenen Stellen bei der Stadt laufen, mir alle Informationen holen und am Ende haben wir sie ja auch erfolgreich gegründet. Aber es war für mich mehr als nur die Gründung. Es war für mich tatsächlich wieder zurück dahin, wo ich hin will. Und zwar in meine persönliche Freiheit. 2 Jahre später gründet sie eine weitere Firma, wieder angestoßen von ihrer eigenen Lebenssituation. Mami-Kreisel, eine Online-Plattform für Kinder- und Umstandsmode. In dieser Zeit macht sich Hauke als Fotograf selbstständig. Als ich dann die ersten unternehmerischen Schritte gemacht habe, da war es dann tatsächlich so, dass auf einmal das bei uns zu Hause kippte. Ich wollte unbedingt unternehmerisch erfolgreich sein. Und das heißt halt investieren, Zeit, Energie. Und er hat das dann sozusagen abgefangen. Wir hatten dann eine Zeit lang das Thema, dass es komplett in die andere Seite gekippt ist. Das heißt, als Hauke mit seiner Fotografie gestartet ist, habe ich dann komplett die Versorgung der Familie übernommen finanziell. Und ich weiß, dass das für Hauke nicht einfach war. Dieser Rollentausch ist sehr schleichend passiert. Am Ende des Tages ist das aber für mich eine absolut passende Rolle, ja, weil ich sehe das als wichtig an, dass sie ihre Ziele verfolgen kann. Ich finde das großartig, was sie macht. Ich unterstütze das total. Und wenn es auch nur dadurch ist, dass ich ihr den Rücken frei halte oder dass ich praktisch mich um die Kinder kümmere. Aber es war für mich natürlich auch ein Lernprozess. Es war für mich neu, der Hausmann zu sein. Ja. In ihrer Freizeit, neben Kindern und Arbeit, rettet Günesh Lebensmittel im Supermarkt. Sie schleppt enorme Mengen nach Hause, die sie weder allein essen noch verarbeiten kann. Sie beginnt, Freunden und Nachbarn Bescheid zu geben, und gründet so einen Verteilerkreis, das Foodsharing in München. Als ich das gesehen habe, wie viel weggeworfen wird, wie viele gute Lebensmittel, beste Frische weggeworfen werden, nur weil sie nicht mehr hübsch sind oder weil sie zu viel sind oder weil das Lager leer werden musste oder. Als ich das gesehen habe und das Lebensmittel retten entdeckt habe, als eine Möglichkeit, diesen Frust, diese Wut zu kanalisieren, habe ich es gemacht. Und ich muss sagen, seitdem macht es mir jedes Mal Freude. Wie viel Joghurt musst du mindestens nehmen? Wir haben schon gesagt, unter 6, also unter einem Träger geht nichts heute. Mittlerweile hat sie die Organisation der privaten Hinterhofverteilung einer Nachbarin abgegeben.
Denn 2021 erfährt sie von einer unglaublichen Gelegenheit. Für das Areal eines großen Versicherungsunternehmens wird ein Konzept zur Zwischennutzung gesucht. 60 Bewerber sind interessiert. Schließlich bleibt nur Günnisch, die es sich zutraut. Ich wusste ehrlicherweise, ich habe diese Räumlichkeiten gesehen, ich habe diese Riesenküche gesehen, ich habe diese Riesenlagerflächen gesehen. Und es gab einfach logisch gesehen keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Und ich wusste, das ist so eine einmalige Chance in deinem Leben, Günnisch. Wenn du die nicht nutzt, wirst du es bereuen. Rasch arbeitet sie sich in die Gastronomie ein und stellt ein motiviertes Küchenteam zusammen. Darunter sind auch viele Zuwanderer und Menschen, die es aus verschiedensten Gründen auf dem ersten Arbeitsmarkt schwerer haben. Wir haben allein über 13 Sprachen bei uns. Wir haben Menschen, die können sich untereinander gar nicht verständigen. Jetzt hilft mir natürlich enorm, dass ich türkisch-deutsch bin. Das heißt, es hilft mir die Sprache einerseits, aber es hilft mir auch zu verstehen, wie kann ich Leuten was erklären, ohne deren Sprache zu sprechen, vielleicht mit sehr viel Hand und Fuß. Hallo! Hey! Wie geht's? Kennst du das? Sie hat einen Ort für alle geschaffen. So hilft hier zum Beispiel auch einmal die Woche eine inklusive Ausbildungsinitiative bei der Vorbereitung der rund 200 Mittagsmahlzeiten und der Catering-Aufträge. Ja, schön, dass ihr immer da seid und uns unterstützt. Das ist echt cool. Alles gut bei euch? Habt ihr noch genug? Tina, habt ihr noch genug? Okay. Schmeckt ganz köstlich. Sehr gut, sehr gut. Ich habe das gelernt, meine Bedürfnisse hinten anzustellen. Und jetzt, wo ich es hinter eine größere Sache stellen kann, fühle ich mich enorm gestärkt. Und das hatte ich vorher nicht. Vorher ist es halt so, dass wenn du halt für Menschen da bist, für einzelne Menschen, dann ist das wahnsinnig toll. Und wir glauben auch, dass das wichtig ist. Aber es ist, das Schwierige ist, dass ich in dem Moment nicht das tue, was mir wichtig ist, sondern ich tue das, was anderen Menschen wichtig ist. Das heißt, die gewisse Leere, die ich gespürt habe über Jahrzehnte, die habe ich jetzt nicht mehr. Die Aufgabe des Lebensmittelrettens ist eine Aufgabe, die mich so sehr erfüllt, dass es mir einfach jede Energie gibt, mich super stark macht und vor allem, es macht super Spaß. Und jetzt habe ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich dort bin, wo ich hin wollte. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr es gehört, wir haben heute 45 Paletten Joghurt gerettet. Um eins verteilen wir die. Ja? Alles klar. Vielen Dank.